Diese Hunde sind richtige Kläffer. Und das ist auch gut so. Denn mit ihrem Gebell retten die Hunde der BRH-Rettungsstaffel Schleswig-Holstein-Ost Menschenleben. Am Geruch können die Retter auf vier Pfoten verschüttete oder vermisste Personen finden und die Rettungskräfte auf sie aufmerksam machen. Doch Übung macht den Meister. Und das gilt auch für die insgesamt 17 Rettungshunde der Staffel. Geeignete Übungsplätze zu finden, ist allerdings gar nicht so leicht. Heute haben die Rettungskräfte Glück und dürfen das Abrissgelände am Wedehof als Übungsplatz nutzen. Spielerisch lernen die Vierbeiner hier in einer Art Versteckspiel, wie es geht. Es geht jetzt wirklich darum, jegliche menschliche Witterung zu suchen, zu finden und die dann zu verbellen. Und wenn der Hund dann hinkommt, kriegt er sein Spielzeug, sein Futter, je nachdem, was er gerne haben mag. Und dadurch lernt er eben, ich muss auf die Trümmer rauflaufen und es lohnt sich. Und dann kriege ich mein Spielzeug, meine Bestätigung. Rund 30 Mal im Jahr werden die Hunde des BRH von der Polizei zu Einsätzen gerufen. Das meiste sind einfach Demenzkranke aus Altenheim. Das zweite sind leider Suizide, also Menschen, die einfach weglaufen in suizidaler Absicht und die wir dann suchen. Aber auch beim Einsturz der Diskothek Alte Scheune vor rund 2,5 Jahren in Meusling war das Team vor Ort. Geeignet für die Arbeit in der Rettungsstaffel ist eigentlich jeder Hund, wenn er folgende Eigenschaften mitbringt. Naja, er darf halt keine Angst haben. Er darf keine Angst haben vor Menschen, vor Autos, vor lauten Geräuschen, vor unangenehmen Untergründen. Ja, er muss einfach sicher sich in seiner Umwelt bewegen können. Und diese Umwelt kann natürlich auch mal anspruchsvoller sein, jetzt gerade hier mit den Trümmern, wo auch noch irgendwelche Aggregate laufen. Das darf den Hund nicht abschrecken. Eine schlanke Taille zahlt sich hier zusätzlich aus, denn... Also zum Beispiel der Murphy bei dem Einsatz in Meusling musste von der Drehleiter aus arbeiten. Das heißt, er musste angegeben werden, er musste abgenommen werden. Er ist dann von der Drehleiter abgesetzt worden auf den Trümmerkegel. Und der Arne Roden, der den Hund führt, ist dann auf der Drehleiter stehen geblieben, musste ihn dann von da schicken. Und die Hunde haben irgendwann auf einer gewissen Größe, auf einem gewissen Gewicht auch Schwierigkeiten mit der Aussteuerung. Mehr über die Retter auf vier Pfoten erfahren Sie im Internet.